Herzlich willkommen bei Helden machen Schule. Mein Name ist Janis Dirksen und wir sind bei der 81. von 101 Heldensagen. Heute die Geschichte zu Rudolf und Adolf Dassler. Es sind zwei Brüder, die eine Leidenschaft finden zu Sportschuhen und anfangen in den 20er Jahren Sportschuhe zu entwickeln. Und sie machen das nach einem Prinzip, das viele erfolgreiche Menschen nutzen. Fang an, da wo du bist, mit dem, was du hast. Was heißt das? Sie haben angefangen, aus der Waschküche der Mutter zu arbeiten. Da haben sie rumexperimentiert mit den Schuhen. Und sie haben einfach nur das genommen, was sie hatten. Sie haben nicht gewartet, bis sie viel Geld hatten. Sie haben nicht gewartet, bis sie ein Büro hatten, eine Fabrik, Designer. Sondern das, was da war. Sie hatten die Waschküche und sie hatten sich selber. Und damit hat alles begonnen. Das war in den 20er Jahren. 1924 machen sie dann ein Geschäft aus dem, was sie tun, aus den Schuhen. Und sie nennen es Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Und machen Sportschuhe, insbesondere Sportschuhe, Laufschuhe für Sportler. Also individuell angepasst auf den Fuß, um Höchstleistungen zu erreichen. 1928 ist es dann sogar schon so, dass die Schuhe bei den Olympischen Spielen getragen werden. Und 1936 wird sogar eine Goldmedaille gewonnen von Jesse Owens in diesen Dassler-Schuhen. Und die beiden Brüder sind sehr unterschiedlich. Rudolf ist der Extrovertierte, der Verkäufer, der Businessman und Adolf ist der Introvertierte, der aber das technische Genie ist. Er ist der Schuhmachermeister und er ist der, der die Details, die Feinheiten, die Professionalität am Schuh erschafft. Und die beiden kriegen sich immer wieder in die Haare, sogar so weit, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die beiden sagen, so, das funktioniert nicht mit uns beiden, wir gehen jetzt getrennte Wege. Rudolf treffen wir in der nächsten Episode wieder. Wir lassen ihn mal dahin gehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir bleiben bei Adolf Dassler, der die Firma umbenennt, nicht mehr Gebrüder Dassler, sondern sein Spitzname war Adi und er nimmt einfach Adi Das. Also Adi Dassler. Und so ist Adi Das entstanden. Und Adidas ist nach Nike der zweitgrößte Konzern und Anbieter von Sportschuhen und Sporttextilien der Welt. Nike, Adidas, Puma. Adidasler ist nicht mehr am Leben seit Ende der 70er Jahre. Adidas hat sich dann noch weiterentwickelt, hat Reebok dazu gekauft, um noch mehr an Nike heranzukommen. Aber ich denke, das Entscheidende, das sind die ersten Jahre von 1920 bis 1960. Das sind die Momente, wo die Marke seine Seele erlebt hat. Ein anderer Punkt neben den Olympischen Spielen war der Fußballbereich. Denn als Adidas dann gegründet wurde, hat die deutsche Nationalmannschaft seine Schuhe getragen und hat damit in Bern die Weltmeisterschaft gewonnen. Das sogenannte Wunder von Bern. Und von heute auf morgen waren die Schuhe weltberühmt, weil sie ein Teil des Erfolgs waren der Weltmeisterschaft. Die Schuhe waren der Weg zum Titel. Und ich möchte aber gar nicht über Geld reden oder über Ruhm oder Marktweite und Expansion, sondern zurückgehen in die Waschküche, wo die beiden Brüder zusammen sich zusammentun und so unterschiedlich sie auch sind, etwas Konstruktives aufbauen und die Stärken des anderen nutzen. Wir haben wieder hier zwei Leute, die etwas schaffen, was größer ist als jeder Einzelne. Und der eine würde es ohne anderen, hätte es ohne den anderen nicht geschafft. Denn der Adolf Dassler ist das technische Genie, das die Schuhe herstellt, das einen Meistertitel hat als Schuhmacher. Aber Rudolf, die Sachen verkaufen konnte und das vermarkten konnte und überzeugen konnte als Person, dass man sagt, was der da macht, wie der es präsentiert, das nehme ich.
Und zusammen haben sie ihre Stärken genutzt und etwas Großes geschaffen. Und das mit dem, was sie hatten, da wo sie waren. Viele erfolgreiche Leute sind dahin gekommen, wo sie sind, weil sie mit dem angefangen hatten, was sie hatten. Und manchmal waren das nur ein paar hundert Dollar, ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Dollar. Manchmal war es nicht mal das. Sie haben das, was sie wollten, angefangen mit dem, was sie hatten, wo sie waren. Und ein Grund, warum viele Menschen nicht erfolgreich sind, ist, weil sie warten. Sie warten, bis sie Geld haben. Sie warten, bis sie gut genug sind, bis sie einen Abschluss haben. Sie warten mit verschiedenen Sachen. Aber dieses Warten, es heißt, jeden Tag, den du nicht an deinem Traum arbeitest, verschiebt sich dein Traum um einige Monate nach hinten. Und wenn du eine Woche nicht an deinem Traum arbeitest, dann ist dein Traum vielleicht schon einige Jahre nach hinten verschoben. Und wenn du einen Monat oder ein halbes Jahr nicht an deinem Traum arbeitest, dann wirst du ihn wahrscheinlich verlieren. Ich denke, dass Adidas groß geworden ist, zum Teil gerade weil es die beiden waren, die zusammen das Unternehmen aufgebaut haben. Und auch wenn beide getrennte Wege gingen, waren beide sehr erfolgreich. Und wir kommen gleich in der 82. Episode auf den Bruder von Adi und wir schauen, was er gemacht hat. Also, bis gleich. Mein Name ist Janis Dirksen. Vielen Dank.